Hallöchen, Freunde! Ich bin's wieder, euer Battle Brother Jan. Und heute spielen wir mal wieder Brawl Stars. Und heute werden wir einfach mal jeden Mode mindestens einmal spielen. Wir fangen an mit Juwelenjagd, weiter mit Showdown, dann Tresorraub und dann nochmal Brawl Ball. So. Dafür werden wir jetzt Poco nehmen. Den wollen wir nämlich hochbekommen. Wollen wir auch auf Rang 10. Ich habe nämlich jetzt heute schon ein bisschen gespielt. Ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Brawler, mindestens auf Rang 10. Heute kommen vielleicht dann noch zwei dazu, je nachdem, wie gut wir sind. Ich habe hier auch noch Brock, den haben wir fast auf Rang 8. Und dann wollen wir mal gucken, was wir heute noch so schaffen. Wir fangen an. Ja, erstmal Poco hier wählen. Fangen wir an mit Juwelenjagd und steigen dann direkt mal in eine Runde. Heute will ich auch nicht so viel quatschen. Also einfach nur so spielen halt. Und ja, das sollte schon genauen. Dann gucken wir erstmal, wollen wir hier auf jeden Fall heute mal ein paar Siege holen, ja. Wir werden dann halt ja mit Juwelenjagd spielen wir gerade dann jetzt gleich Showdown. Wir werden einmal Solo und einmal Duo spielen. Dann Tresorraub und dann Goldball. Und wenn die Zeit noch da ist, spiele ich. Also fangen wir wieder mit Juwelenjagd an und gucken, wie lange wir Zeit haben. Gucken wir dann halt, was wir schaffen in der Zeit. Der Brock auch direkt weg. Okay, der Leon macht da gerade gar nichts. Oder Leon, Junge, Probleme. Jetzt machen beide nichts mehr. Nur noch, lol. Das ist ja krass. Oh, tut mir leid, Nita. Aber wir spielen mit Nita nicht. Oh, Schild, das war knapp. Sehr gut. Okay, die hat Schild. Kann die aktivieren? Sie aktiviert es. Okay, ja, dann. Helft mir doch! Leute! Gut. Sehr schön. Direkt erste Runde einen Sieg geholt. Und sogar noch Starspieler. Ja moin, läuft bei uns. Mittlerweile bin ich Level 33. Und ich habe jetzt 1700 und 28 Pokale, genau. Eben in den Club gehen. Ich habe jetzt fast 100 Pokale mehr als Jano. Werden wir heute auf jeden Fall noch schaffen, denke ich mal, zumindest. Wie ist denn hier das Bild von Jessie drin überhaupt? Das ändere ich mal eben. Ich würde mal sagen, wir nehmen. Naja. Wir nehmen. Egal, wir nehmen einfach mal das hier. Sieht irgendwie cool aus. Ja. Ach, Mist. Jetzt bin ich wieder in eine Runde gegangen. Oh Gott, Juwelenjagd. Egal, dann spielen wir halt noch eine Runde Juwelenjagd. Wir haben ja Zeit. Die haben aber ein gutes Team. Die haben ein wirklich gutes Team. Komm, jetzt holt euch die Tara. Oh Gott. Wir haben Brock und Pam. Pam wäre dann gut fürs Healen. Ich natürlich auch. Halt mich. Oh, shit, der hat mich. Wir dürfen jetzt hier nicht an den Healkreis kommen. Oh nein, die haben ihn. Wir haben ihn fast. Die dürfen hier nicht durchkommen. Die Tara kommt. Die Tara kommt voll. Nein, die wirft das Ding. Shit. Shit, Mann. Wenn der Einzige, der überlebt, hat hier. Bin krass. Nein. Ich hatte halt einen Waffen drin, also das hat jetzt nichts mit krass zu tun. Nein, ich hätte danach hier müssen. Ja, Mann. Nein. Ja. Bäm, wenigstens Tara geholt. Ich hole mir eben hier den Juwel. Easy. Okay, die haben zwar hier den Poké müssen wir holen. Der hielt sich aber auch gar nicht. Bruder, was ist los? Nein. Shit. Shit. Alter, meine Teammates helfen mir auch ganz viel. Wirklich, muss ich mal sagen. Ganz viel helfen die mir echt. Wir wissen natürlich, wie ich.
Was? Wo haben die die? Ach nee, ey, Leute. Ich bin für die Gitarre gekommen. Ein super, den Countdown. Ja, nicht rumstehen, Brock. Das ist ein Vollidiot. Nein. Ah, Mist. Nein, wir müssen los. Nein, Mist. Oh Gott. Egal. Holen wir noch raus wieder hier die Pokale. Jetzt hier mit Showdown. Warte mal, ich mir jetzt erst Solo. Und dann du. Erstmal die ganzen Kisten holen. Da ist ein Frank. Alles klar. Ja. Lano hat ja im letzten Video. Hat er ja einfach mal mitten im Video mal ebenso Frank gezogen. Okay. Ich mach Frank Schaden, der mir nicht. Alles klar. Läuft bei mir. Okay. Sieht gerade gut aus gegen den Frank. Okay. Sieht nicht mehr gut aus. So geht's so. Ich hab ihn nicht. Nein! Ich hab doch auf Heal gedrückt. Ah, Mist. Egal. Plus 3 Pokal. Geht. So. Jetzt spielen wir noch eine Duo-Showdown. Ihr merkt schon, ich starte sehr schnell die nächsten Runden. Das liegt daran, dass ich heute halt nicht viel erklären will. Ich will euch einfach nur mal ein bisschen. Ja, ich will einfach mal ein bisschen so spielen halt. Euch zeigen. Einfach ein bisschen Gameplay zeigen halt. So. In vielen Videos von anderen YouTubern wird ja die meiste Zeit ganz oft halt geredet. Ich rede jetzt zwar auch, aber ich rede halt beim Spielen. Also beim richtigen Gameplay. Okay, hier irgendwo in der Nähe. Okay, da ist ein Rico. Alles klar. Ja, ja, super. Die könnt mir gern mal helfen, die Jessie, ne? Ja, ohne Spaß jetzt hier, ne? Was ist denn für ein scheiß Team, ey? Fuck. Nein! Shelly, jetzt beweg dich. Alter. Nicht nur stehen bleiben. Komm, jetzt geh drauf auf den Rico. Der hat so wenig Leben. Oh Gott, ey. Was habe ich für einen Noob erwischt? Als Teammate. Also es ist ja nicht schlimm, wenn man ein Anfänger ist. Direkt am Anfang, dass man nicht viel kann. Aber man sollte schon die Grundlagen so kennen, würde ich mal jetzt so sagen. Shit, ja, super. Ja, der macht nichts, macht er. Dritter. Da bin ich jetzt echt unzufrieden, ne? Ganz ehrlich, das lag jetzt an meinem Teammate. Aber, ja, egal. Müssen wir ihn nehmen. Wir machen weiter mit Tresorraub. Weiter geht's. Barley und Rico als Teammate. Okay, ich gehe immer gerne links lang, weil links geht irgendwie, keine Ahnung, wenig lang. Okay. Cold. Hab ich sie. Okay, die darf mich nicht so gut treffen. Oh, sie trifft gut. Sie trifft richtig gut. Nein, die darf nicht treffen. Nein, ich wollte gerade hier. Ah, Mist. Okay, unser hat ein bisschen Schaden genommen. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal in der Defensive so ein bisschen, auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Das Blöde ist halt, meine Ulti bringt halt nichts, um Schaden zu machen. Aber dafür kann ich länger vorne am Tresor bleiben. Und Schaden machen. Und versenzt. Ah nein, ich wollte gerade hier machen. Shit. Egal, wir haben auf jeden Fall. Den Pogo habe ich. Easy. Alles klar. Alles klar. Hab ihn. Alles gut. Nein, die hat eine Kanone aufgebaut. Shit. Healen. Ja, super. Das hier hat mir jetzt echt nichts gebracht. Sehr gut. Kanone killen. Ja, okay. Nein, Kanone ist noch nicht tot. Ich hab's. Nein! Ja, ich hab's gekillt. Auf jeden Fall. Und dann, die machen gut Damage. Ich schmeiß mich mal hier dazwischen.
Ich muss jetzt da in. Ich muss in den Angriff halten. Ja, das ist. Läuft nicht so gut. Ich muss über die Außenbahn. Shit. Okay, ich gehe jetzt über Außenbahn. Ah, und das Tresor ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel hat der. Oh, schade, man kann den Tresor nicht mehr viel. Den kann man nicht. Oh Gott, ey, wir dürfen die einfach nicht mehr dran lassen. Wir dürfen die nicht dran lassen. Ja, okay. Das war jetzt auch. Poco ist nicht der Beste für Tresorraub. Ist er wirklich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Spielen wir mal Brawl Ball, vielleicht kann er da was reißen. Vergessen, dass ich mit Ball schießen kann. Doch, ich kann schon schießen, mit dem Ball kann ich, aber ich kann nur den Ball schießen. Spielt die dem Gegner in die Füße. Hat schon Ulti aktiviert. Okay, wir müssen die hier killen, auf jeden Fall. Okay. Nicht im Ernst. Alter. Und shit, die hat Ulti gehabt. Easy. Haben wir. Nein. Komm jetzt. Komm schon. Hau den Ball da rein. Sie kommen. Angriff. Dann kann er nichts machen. Easy. Nimm den Ball. Hol dir den. Sauber. Komm. Renn. Nimm den Ball. Aktivier Schild. Ah ne, die kann kein Schild aktivieren. Schieß den Ball da raus. Gott. Nein, das war die blödeste Investition. Da jetzt meine Ulti zu machen. Komm jetzt. Schnell. Sie dürfen nicht durchkommen. Nein. Oh Gott, Alter. Naja. Das war's mal wieder komplett hier. Heute. Naja, war jetzt nicht mein bestes Video, also meine besten. Ja, egal. Auf jeden Fall. Abonniert natürlich unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpasst. Zu Brawl Stars, zu Minecraft, zu anderen Videos, die wir machen. Und lasst natürlich ein Like, wie. Ein Like da, wenn ihr mehr Videos von Brawl Stars sehen wollt. Und kommt natürlich in den Club Battle Brothers. Weil dann machen wir auch mal einen Abonnenten-Special. Das abonniert uns natürlich auch. Und kommt in unseren Club, dann werden wir vielleicht mal... Ihr seht ja, wann ihr online seid. Wir sehen, wann ihr online seid. Dann werden wir vielleicht sogar mal mit euch zocken. Ja, Jan bin ich halt auf meinem Hauptkanal... Terminator, das bin ich auf meinem Zweitkanal. Jano 2.0 ist halt Jano auf seinem Zweitkanal. Und ja, das war's mit dem Video. Tschüss, euer Battle Brother Jan.